Ey Leute, bevor wir zum Video kommen, noch einmal für euch. Für in 3 Tagen ist ein Bootcamp. Der Eddie Carry ist abgesprungen. Der Platz ist noch frei. Es gibt 20% Rabatt drauf. Falls ihr Bock drauf habt, schaut einfach unten in die Beschreibung rein. Ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Vorthema. Aber kommen wir mal zum Inhalt des Videos. Jo, wieso kann ich nicht? So. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe mein Account hat eine Chat-Restriction bekommen. Die Chat-Restriction an sich ist mir scheißegal gewesen, sondern eher, dass man mir meinen Honor-Progress weggenommen hat. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Antwort bekommen nochmal, weil das Einzige, was die mir am Anfang zurückgeschrieben haben, ist einfach nur mein Text. Das war's auch. Das war's auch. Weiß nicht, vielleicht hat automatisches Bot-System. Dann hieß es ja, ja, da, spezielles Team für Menschen wie dich. Jetzt kommt mir dieser Redner an. Das finde ich sehr interessant. Ja. Guten Tag. Ich habe mir diesen und ein paar deiner Chatverläufe angeschaut. Allerdings ist der Chat nicht für Streiten geeignet. Speziell nicht dafür zu klären, wer an der Niederlage schuld ist. Falls du merkst, dass jemand beim Spielen auf Schwierigkeiten stößt, kannst du ihm gerne Tipps geben, wie er sich bessern kann. Wenn er sich daneben benimmt, mach diesen stumm und melde den nach dem Spiel. Der Chat ist eigentlich nur zu direkten und kurzen Kommunikation mit deinen Mitspielern geeignet. Das ist sehr interessant. Im Normalfall, wenn ich zu den Leuten sage, wie es besser geht, werde ich auch geflamed und ich werde als toxic abgedingert, ne? Aber whatever. Gehen wir mal diesen Chat durch. Ja. In diesem Game, damit ihr den Kontext habt, weil ihr seht hier nur meinen Chat. In diesem Game war ich auf der Top-Lane zu dem Zeitpunkt, der hier angegeben ist. Und ich habe für meine Riven gegankt und die ist danach in 3 Leute reingesprungen. Ich war Rengar. Der Fight war auf der offenen Fläche und wie ihr vielleicht selber wisst, weil ihr Rengar selber spielt oder auch weil ihr mir zuseht, ist, ich kann auf der offenen Fläche ohne meine Ulti nichts machen. So funktioniert Rengar halt. Wurde ich konstant für 5 Minuten lang in diesem Game gebasht, weil ich einmal nicht reingegangen bin. Ja? Ich habe auch hier einmal von Nick gesagt, nachdem er mich geflamed hat, now for real, no joking now, you fucked up on top, no ways I could help you, Rengar is shit on the open field. Ja? Warte mal. So. Danach hat er die ganze, er hat mit mir weiter diskutiert. Ja, ich habe einfach gesagt, ich war da auch ein bisschen getiltet, weil, Digga, ich lass mir doch nicht die ganze Scheiße geben. Hör auf mit mir zu diskutieren, ich bin eindeutig höher in der Elo als du und es gab einen Grund, warum ich mal Top 50 war. Ich habe weiterhin gesagt, diskutiere einfach nicht mit mir. Ich werde nicht auf dich hören, du wirst nicht auf mich hören. Hör doch einfach auf. Für meine Verhältnisse war ich ja echt sogar noch nett. Ja, irgendeiner wird sagen, viel, viel abgehoben, kommt hier mit seiner Elo an. Ja, Leute, ich wurde, das seht ihr hier auch nicht. Ich wurde die ganze Zeit jetzt als Elo-Buße beleidigt oder als eBay-Account. Egal, was ich mache. Und ich habe dieses Game, glaube ich, ziemlich hart sogar noch gestompt, ne? Jetzt bemerkt man auch, ich wurde hier immer so ein bisschen aggressiver, sag ich mal. Just stop it, okay? Yes, mate, I got it. You're a fucking unranked player. Don't even talk to me how this game works. Stellt euch vor, ihr fangt neu an, in der Firma zu arbeiten und da ist einer, der schon seit 10 Jahren dabei ist. Sagt ihr zu dem auch nicht, was er machen soll, ne? Aber wie gesagt, ich sag da hier nichts. So, diese Sache hier müsste nicht unbedingt sein. Jetzt habe ich halb ein bisschen rumgejoked, ne? Von wegen, ich gebe dir meine Adresse, komm her und lass 1v1 machen. So. Oder hier, halt doch. Solche Ausdrücke solltest du eher vermeiden. Karma spielt wie jemand ohne Hände. Digga, ich höre von Leuten, die zu mir Hurensohn sagen, die zu mir sagen, bring dich selbst um. Was weiß ich auch. Und wenn ich dir sage, dass jemand spielt wie der keine Hände hat. Wow, darf ich überhaupt sagen, ey, das war nicht gut? Also jetzt normal, ne? So, dein Freund, was weiß ich. Der hat verkackt, über die Wand zu flashen und sagst, das war nicht gut. Ist das jetzt auch schon verboten? Ja. Hier nochmal, im Chat, lalalala. So. Wir tolerieren es nicht, dass man auf verbale Ausfälle in gleicher Weise reagiert. Wenn sich also andere Spieler ebenfalls negativ im Spiel verhalten haben sollten, erhalten sie ihre eigene Strafe und Reformkarte. Bla bla bla. Ich denke mir gerade so, was darf ich überhaupt? Leute, jetzt ohne Witz, was darf ich überhaupt? Das ist immer sehr tricky beim Riot Support, ne? Ich frage mich gerade, ob der Riot Support überhaupt den ganzen Kontext sieht. Ich wurde hier in diesem Game als Jungler, Leute, sogar sehr oft. Ihr bekommt das gar nicht mit. In richtig vielen Games, deswegen Normal Games spiele und da sind irgendwelche Allmans drin, werde ich die ganze Zeit beleidigt. Die ganze Zeit. Ich darf nichts machen. So, ich darf nichts machen. Meistens denke ich mir, komm, Digga, irgendwelche Randoms drauf geschissen. Wisst ihr? Aber gerade bei Junglern ist es so, Jungler werden immer beleidigt. Ich will jetzt damit nicht sagen, ey, yo, beleidigt zurück. Aber was darf ich überhaupt? Es ist jetzt, ich will jetzt nicht so sagen, dass Jungler irgendwie die Einzigen sind, ne? Aber meiner eigenen Erfahrung her gesehen ist es so, Jungler werden am meisten geflamed und dann Supporter. Weil wir haben halt Interaktion mit anderen Leuten, ne? Supporter ist immer mit dem AD Carrier. Wobei,
Da kommen halt auch nochmal AD-Carries, aber ich finde, auf Support wird immer mehr rumgehackt. So, klar, ich hab ja auch die ganze Zeit gesagt, hör auf mit mir rumzudiskutieren. Ja. Aber gucken wir uns doch mal andere lächerliche Fälle an, wofür Riot sich denkt, Digga, die haben Gottkomplex. Guck dir das mal an. Das hier war von, als ich diesen 2 Wochen Fake-Bun bekommen habe, der weggenommen worden ist. Ja. Da wollten die mir echt noch einen reindrücken. So. So, das war so ein Game, da war halt alles gefickt so. Dagegen sage ich nichts. Die Stelle ist mir auch scheißegal, hätte nicht unbedingt, der letzte Spruch hätte nicht sein müssen. Ja. Aber das hier. Kontext für euch. Ich so, verpiss dich aus der Mitte, wenn du nur farmen willst. Auch mit 5er Premade bevorzugen wir eine nette Ausdrucksweise. Es können sich sonst Verhaltensmuster entwickeln und ehe du dich versiehst, sprichst du jedes Spiel mit deinen Mitspielern so. Alter. Leute, wenn ich in einem Restaurant bin, ja, mit meinen Kollegen, und ich zu sage, ey Digga, verpiss dich mal, nicht, ich brüll das rum, ja, sondern wir sind in unserem eigenen Raum in diesem Restaurant, sage ich mal. Digga, was geht das die anderen an, wenn ich zu ihm sage, verpiss dich? Und was soll hier dieser möchtegern Psychologen-Scheiß von wegen, ich kann sich Verhaltensmuster entwickeln? Digga, Leute, ich chill zu Hause voll oft überhaupt ohne Hose. Ich chill total. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ihr nach Hause kommt, erstmal Hose ausziehen, T-Shirt ausziehen, wie so der letzte fette Spasti zu Hause rumsitzen. Heißt das jetzt, ihr macht das überall? Oder wenn ihr anfängt, eine Kerze anzuzünden, dass sich Verhaltensmuster entwickeln, dass ihr eure Mutter anzünden wollt? Versteht ihr, was ich meine? Hier ist auch nochmal ein weiterer Chatlog, den ihr damals geholt habt. Boah, ich glaube, das ist aber auch schon gut ein halbes Jahr her, ne? Everyone is fucking my jungle. Stop taking shit. Oh. I'm eigentlich 2 levels behind already. Klar können wir verstehen, dass es frustrierend ist. Jedoch kann man dies auch freundlicher ausdrücken, nicht wahr? Leute, ganz ehrlich. Sind wir hier in Club Penguin? Klar kann man das freundlicher ausdrücken. Aber sind wir ehrlich? Wir sind Menschen. Stellt euch mal vor. Ihr kommt gerade von der Arbeit. Ihr habt einen harten Tag. Ihr wollt LOL spielen. Digga, dann ist da irgendein Hurensohn, der euer Game runterläuft. Die ganze Zeit. Ihr seid bereits angefressen. Leute, ich finde das menschlich. Jeder hat mal irgendwie einen Tag oder so, wo es scheiß läuft. Damit will ich nicht sagen, nehmt das als Ausrede für alles. Ja, so von wegen, ihr habt euch eure, was weiß ich, ihr habt euer Lieblings-Kelloggs nicht bekommen. Und jetzt denkt ihr, ich sag zu ihm, kill yourself oder sowas. Ich glaube, Riot vergisst, dass hinterm PC immer noch Menschen sitzen. Ja, da kann man mal einen scheiß Tag haben. Man kann mal wirklich die ganze Zeit geflamed werden und irgendwie sowas, ne? Und das größte Problem ist das, was mich am meisten abfuckt. Das ist legit das, was mich am meisten abfuckt. Für solche Fälle hat Riot scheinbar Zeit, Leuten zu schreiben. Bei Leuten, wo man weiß, die laufen Games runter, wo man weiß, die sind toxic und das über mehrere Games weg, über mehrere Jahre hinweg. Passiert gar nichts. So. Einfachste Lösung für den Scheiß, ja? Es tut mir echt im Herzen weh, Leute. Das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Es tut mir echt im Herzen weh. Und zwar habe ich dem Typen ja auch geschrieben. Okay, ich verstehe. Dann spiele ich wohl zukünftig mit Mute All. Scheinbar darf man ja nichts in den Chat schreiben. Das habe ich zurückgeschrieben. Wie gesagt, ne? Ich weiß, dass ich manchmal echt sehr salty sein kann, auch passiv-aggressiv und sowas. Streite ich nicht ab. Ich finde sowas teilweise menschlich. Gerade in einem Spiel wie LOL, wo man die ganze Zeit mit fremden Leuten zusammenspielen muss, ne? Ich sage nicht, dass ich es gut finde. Ich sage, dass ich es menschlich finde. Und ich habe da halt auch meine Grenzen. So ganz ehrlich, ich höre mich vielleicht mal abgehoben an oder sowas, aber ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der richtig hardcore beleidigt im Sinne von, ne, ich fick dein Leben, ich verdiene das Dreifache von deiner Hurenmutter oder irgendwie sowas in der Art. Das kann keiner abstreiten, ja, das kann keiner von euch abstreiten. Ich weiß, es sind hier bestimmt eh viele, die mich haten und sowas, die dann auch sagen, boah, Silvi, du bist voll toxic und so. Aber finde mir mal was, wo ich richtig hart beleidige. Vielleicht werdet ihr da mal was finden. Overall gesehen bin ich verharmlost im Vergleich zu den wirklich schlimmen Leuten. Das ist meine eigene Einstellung. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich bin immer der Meinung gewesen, das ist der Grund, warum ich ohne Mute All spiele, ist, ich brauche diese Information als Jungler. Ich brauche einfach Information als Jungler. Das ist einfach so. Dagegen kann ich nichts machen. Ich muss wissen, ob da jemand keinen Heal hat. Ich muss wissen, ob da jemand keinen Flash hat. Ja? Ich muss wissen, ob hier oder da Wards sind. Ich muss wissen, auf wen sie am liebsten gehen wollen. Oder dass mir die Leute schreiben, wo der Enemy Jungler ist, wo der Supporter hinrum. Was weiß ich auch. Ich brauche das einfach, ja, weil ich bin einer als Jungler, ich bin mechanisch scheiße, Leute. Also ich bin als Spieler generell gesehen mechanisch scheiße. Deswegen
muss ich um Decision Making herumspielen. Da brauche ich, habe auch nicht Augen überall. Deswegen werde ich zukünftig mit Mute All spielen und einen Scheiß drauf geben. Es tut mir irgendwie echt weh, aber ich habe scheinbar mir nicht League of Legends runtergeladen, sondern Club Penguin. Und muss ich halt mitmachen, ne? Kann ich jetzt halt nichts mehr dagegen zu sagen. Meiner Meinung nach, Riot hat einen scheiß Gott, hat einen richtig verfickten Götterkomplex. Machen hier einen auf meinen Vater. Aber ich bin in seinem Haus. Ich halte mich wohl an die Regeln. Aber ja, Leute, das war's dann auch von mir. Ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau die rein. Und bis zum nächsten Mal.